Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, wenn ein Film auch polarisiert. Und ich finde, gerade bei dem Thema ist es fast ein Gütesiegel, wenn beide extremen Enden von einem Konflikt den Film nicht mögen. Dann finde ich, hat man auch ein bisschen was richtig gemacht, weil dann hat man sich auf den Schoß gesetzt. Ich glaube, es ist erst eher, dass wir jetzt sozusagen als Cast und auch Regie natürlich jetzt spüren, die Kritik und auch auf Social Media natürlich manche unnette Kommentare, die dann kommen aus der Türkei. Dass man auf der einen Seite wird man als PKK-Propaganda bezeichnet, auf der anderen Seite sagt man, warum seid ihr so kritisch mit den Kurden? Also es ist ein komplexer, ausdifferenzierter Film. Der Film Stille Post erzählt die Geschichte von einem kurdischen Grundschullehrer in Berlin, der durch seine Freundin, die Journalistin ist, Bildmaterial aus seiner Heimatstadt Cizre zugespielt bekommt. Und er meint, in diesem Material seine totgeglaubte Schwester zu finden und geht dem hinterher. Und letztlich kreist der Film um die Frage, welche Kriege in unseren Medien auftauchen und welche nicht. Und ob man auch Kriegsbilder manipulieren darf, wenn man damit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit weckt. Hey, hör auf, das tut ihm noch weh. Auf. Komm mal bitte alle zusammen. Ender, du auch bitte. Aufhören jetzt, wir sind nicht mehr in der U-Bahn, okay? Niklas, ist okay, zuhören jetzt. So, zuhören jetzt, habe ich gesagt. Wir gehen jetzt da hoch, wo die Nachrichten gemacht werden, okay? Und was ich von euch will, ist, dass ihr Fragen stellt, wenn ihr irgendwas nicht versteht, okay? Nicht jetzt, da oben. Und vor allem will ich, dass ihr euch benehmt. Sehr gut. So, wer will den Ausflug heute filmen? Ich! So, die Intention für den Film kam auf der einen Seite daher, dass ich in Berlin-Kreuzberg am Kottbusser Tor aufgewachsen bin. Das heißt, in einem sehr kurdisch-türkisch dominierten Milieu. Also sozusagen der kurdisch-türkische Konflikt schon seit jeher so Teil meines Heranwachsens war. Und ich zudem noch Eltern hatte, die Dokumentarfilmer sind, die sehr viel gereist sind, und immer wenn sie unterwegs waren, habe ich bei einer kurdisch-deutschen Familie gelebt. Von dem her war das schon vertraut, aber 2015/16 ist halt Cizre passiert, das heißt, das türkische Militär hat eine kurdische Stadt umstellt, hat die Elektrizität abgeschnitten, hat das Internet blockiert, Störsender aufgestellt, damit es keine Mobilfunksignale gibt. Also haben eigentlich versucht, die Stadt dann bombardiert, also sie haben versucht, eigentlich einen Krieg, geheimen Krieg zu führen gegen eine Stadt und sicherzugehen, dass kein Bild nach außen gelangt. Und in der Berliner Diaspora kursierten sehr viele Gerüchte, auch Fake News darüber, was dort passiert. Und ich bin dann mit einer Delegation auch von NGOs dorthin gefahren und wir haben dann letztlich auch wieder gewartet und sind irgendwann in die Stadt gekommen. Und ich habe dann Handybilder eingesammelt von den Bürgern von Cizre und die ja letztendlich der einzige Beweis waren, dass eben wirklich das passiert ist, was dort passieren ist, und dass es eben auch kein Antiterroreinsatz war, sondern wirklich ein Angriff auf die Zivilbevölkerung. Und mit diesem Material bin ich zurück nach Deutschland gegangen und wollte das dann den Medienanstalten in Deutschland zur Verfügung stellen und habe dann gemerkt, es gibt eine gewisse Zurückhaltung. Man will sich mit diesem Konflikt nicht in unseren Nachrichten beschäftigen, weil er nicht so einen hohen Newswert hat, auch weil man Angst hat, dass sich der Konflikt aus der Ferne nach Deutschland verlagern könnte. Und so war es dann letztendlich so, dass es eine zweite Recherche für mich begonnen hat und ich wissen wollte, genau, welche Kriege tauchen eigentlich in unseren Medien auf, und auf der anderen Seite die Ohnmacht meiner kurdischen Freunde erlebt habe, die mitbekommen haben, was in Cizre passiert, aber es gab keinen Widerhall, kein Echo davon in unseren Medienberichterstattung. Was dann letztendlich auch dazu führte, dass Bilder manipuliert wurden, also man verschiedene Wege gesucht hat, in unsere deutschen Medien zu kommen, was ich einfach einen sehr spannenden Ausgangspunkt fand für Stille Post. Hadi işte, hadi.
Das Schwierige bei unserem Casting war, dass eigentlich allen Leuten klar war, dass wenn sie bei diesem Film mitmachen, werden sie danach Probleme haben, wieder in die Türkei einzureisen, weil wir eben dann Material zeigen, was die türkische Regierung bis heute dementiert, dass das wirklich passiert ist. Und von dem her musste man natürlich jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin, die man zum Casting eingeladen hat, ganz klar sagen, wenn du hier mitmachst, wissen wir nicht, ob du nochmal in die Türkei einreisen kannst. Das hat schon mal sehr die Auswahl verringert. Und dann war es auch so, dass kurz vor unserem Drehstart es nochmal eine Verhaftungswelle gab in der Türkei, wo sehr viele kurdische Bürgermeister verhaftet wurden, wodurch uns dann nochmal eine Schauspielerin im letzten Moment abgesprungen ist. Was ich aber total nachvollziehen kann. Also ich denke, kein Film ist so wichtig, als dass man dafür seine Familie nicht mehr sehen kann oder nicht mehr besuchen kann. Aber es hat natürlich den Castingprozess erschwert. Das Casting beim Hauptdarsteller war sehr interessant, weil auch wenn ich mit diesem Konflikt herangewachsen bin und aufgewachsen bin, ist es trotzdem so, dass ich immer jemand bleibe, der von außen drauf guckt. Also ich bin halt nicht selber Kurde, ich habe nicht die Kriegserfahrung gemacht, ich habe keine nahen Angehörigen, die in Gizre sind. Das heißt, ich bin immer in der Außenperspektive noch. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss eigentlich einen Hauptdarsteller finden, der die Innerlichkeit, die Emotionalität mitbringt, weil die kann ich selber nicht nachvollziehen, die kann ich auch nicht aufbringen. Und habe lange gesucht und am Ende vom Castingprozess hatte ich zwei Schauspieler. Der eine war Kurde, das heißt so von der Zugehörigkeit richtig. Und der andere war Hadi Kanyanpur, mein Hauptdarsteller jetzt, der Iraner ist. Und am Ende habe ich mich für Hadi Kanyanpur entschieden, weil der Kurde war zwar eben von der Zugehörigkeit richtig, aber letztendlich war er auch in Berlin aufgewachsen, hatte eher ein unpolitisches Elternhaus. Also er konnte sich gar nicht unbedingt mit dieser Geschichte so sehr identifizieren, außer eben mit seinem kurdischen Background. Auf der anderen Seite war Hadi, der eben nicht Kurde war, sondern Iraner, aber der auch im frühen Alter aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet ist, sich sehr assimiliert hat, wie auch unsere Hauptfigur. Und dann, als die grüne Bewegung losging, diese ganzen Bilder aus dem Iran gesehen hat, auch jetzt wieder, es wiederholt sich ja leider, in einen totalen, also sein Leben eigentlich aus den Fugen geraten ist, weil er nicht wusste, soll er zurückkehren, was kann er hier tun, also diese Ohnmacht sehr gut kannte. Und ich bin sehr, sehr glücklich heute, dass ich den Film mit Hadi Kanyanpur gemacht habe, weil er letztendlich sehr viel von seiner eigenen Geschichte mit in diesen Film gebracht hat. Und auch die Emotionalität, die wir im Film haben, ich glaube, man spürt, dass es eine authentische ist und keine künstlich hergestellte. Aber es erzählt auch etwas. In Paris wäre diese Leiche zugedeckt, im Kongo eben nicht. Das können wir so nicht. Die Ausgangssperre dauert jetzt schon 65 Tage. Die Bürger sind ohne Strom, ohne Wasser. Alle Handynetze und die Internetverbindungen sind gekappt, damit keine Bilder nach außen gelangen. Also damit wir davon nichts sehen. Hier wurde eine friedliche Demonstration niedergeschossen. Außerdem gibt es deutliche Beweise für Artillerie- und Panzerbeschuss. Sowie. Das kommt direkt von den Kurden, oder? Ja. Die Bilder der türkischen Pressestelle erzählen eine ganz andere Geschichte. Ja klar, was sonst? Solange unser Korrespondent nicht reingelassen wird, um das selbst zu überprüfen, wäre es tendenziös, diese Bilder zu veröffentlichen. Ach komm, Dennis. Aber wir sehen doch das Zivilisten. Ich glaube, von der Visualität und vom Schnitt her war die größte Herausforderung bei Stille Post, dass wir dokumentarisches Material mit fiktionalem Material vermengen und daraus ja trotzdem eine homogene Erzählung machen wollten. Und das war gar nicht so einfach. Also auf der einen Seite, auf der Tonebene haben wir sehr stark geguckt, dass das fiktionale Material an das Dokumentarische heranpasst. Also unser Ton ist, würde ich sagen, eigentlich klingt eher wie ein Dokumentarfilmton als ein Spielfilmton, damit es eben zusammenkommt. Und auf der anderen Seite musste man im Schnitt sehr auf die Gewichtung gucken, weil das Dokumentarische, es sollte nicht nur so ein Kriegseffekt sein und wenn es zu viel davon gab, hat man zu viel über diesen Krieg nachgedacht. Genau wie andersrum, wenn man zu viel von der persönlichen Geschichte von Khalil gezeigt hat, wurde mit einmal dieser Krieg nur noch so eine Nebensache, was ich auch nicht wollte. Also ich hatte das Gefühl, im Schnittprozess war das ein sehr großer Balanceakt zwischen diesen zwei Ebenen, um aus zwei Ebenen letztendlich eine homogene Erzählung zu machen. Bist du unspektakulär? Wen?
Wir sehen auch keinen Apokalypsen aus. Polizier den Ton von einem Einschlag und dann nehmen wir noch Artillerieschüsse aus dem Archiv. Spiel ab. Noch mehr. Spiel mal. Sehr gut. Aber verändern die Lautstärke und zum Ran. Wir dürfen uns nicht verraten. Okay. Noch mehr. Leila, das... Allerdings, Sie dürfen nicht drüber nachdenken, ob Sie das senden wollen oder nicht. Sondern es müssen. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass Filmmusik unterstützt natürlich noch meine Emotionen. Und auch natürlich eine Meinung vielleicht sogar auch. Und ich habe das Gefühl, bei sehr vielen Filmen mag ich das sehr gerne, aber hier ist es ja so, dass es ein sehr politischer Film ist. Wir sind sehr nah an unserer Lebensrealität. Es kommen ja immer wieder Teile, eben wie ein Tagesschaubericht, der echt ist, eben das dokumentarische Material. Und ich hatte das Gefühl, ich wollte nicht Filmmusik benutzen, um zusätzlich hier irgendwie eine Wertung reinzubringen. Und so war es dann relativ schnell klar, dass man diesen Film eigentlich sehr pur lässt und eigentlich eher vielleicht die Töne wie Musik behandelt. Wo ist deine Schwester? Wo ist sie? Zeig sie mir, ha? Ist sie hier, Mann? Sie ist hier. Sie ist hier. Sie ist hier. Ich würde sagen, die größte Herausforderung war auf jeden Fall, mit meinem Hauptdarsteller zusammen diese Innerlichkeit zu finden, also die authentischen Emotionen, also letztendlich das zu ergänzen, was ich als Beobachter von außen eben nicht habe, und die mit ihm sozusagen zu erzeugen. Also wir haben auch sehr viel am Set dann mit iranischer Musik zum Beispiel gearbeitet und sehr viel über seine Erinnerungen gesprochen etc. Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war dieser Film natürlich unter anderem auch geprägt immer von den politischen Veränderungen und von den politischen Geschehnissen. Also es ist heute so, dass der Hauptdarsteller und ich haben ein Einreiseverbot in die Türkei, und es gab natürlich auch immer wieder politische, es gab immer wieder Personen, die natürlich auch versucht haben, da Einfluss zu nehmen auf diesen Film, um ihn in eine gewisse Richtung zu schieben. Und ich glaube, es ist am Ende ein Film geworden, der die Komplexität des Konflikts in den Mittelpunkt stellt und nicht Seiten bezieht. Also den Film, den wir sehen, das ist schon mein Director's Cut. Da gab es jetzt keine große Einflussnahme jetzt von der Redaktion oder so. Da bin ich auch sehr glücklich. Also da hat uns das ZDF Kleine Fernsehspiel auch sehr wohlwollend begleitet bei diesem Film. Man muss vielleicht zu sagen, wir haben den Film eigentlich nie abgedreht. Also am Ende ist die Pandemie gekommen und wir haben 3 Drehtage nicht drehen können und haben doch aber beschlossen, jetzt nicht die Pandemie abzuwarten, bis wir das zu Ende drehen können, sondern aus dem, was wir haben, einen Film zu machen. Und es gibt eine Szene, die mir fehlt. Ich glaube, Leute, die den Film gucken werden, wundern sich, dass er plötzlich, unser Hauptdarsteller, mit ein bisschen Glitzer im Gesicht auf der Straße läuft. Weil es gibt nämlich eigentlich nach der Demonstration, gab es noch eine große Partyszene, was ich total wichtig fand, weil man auf diesen Partys auch sehen kann, wie die kurdische Kultur und der Krieg, wie die schon eng miteinander verknüpft sind, weil dann die meisten Lieder, die gesungen werden, von Gefallenen singen oder weil die Märtyrer vielleicht irgendwo hängen, also Gefallene irgendwo hängen. Manche Leute haben diese Soldatenuniform an, also sozusagen der Krieg und diese Kultur schon sehr, über diese 100 Jahre Konflikt natürlich auch schon sehr eng ineinander verwoben sind. So. Und zudem hätte ich das Gefühl gehabt, das hätte dem Film auch nochmal eine andere Leichtigkeit gegeben und so. Aber bisher hatte niemand diese Szene vermisst, also vielleicht ist es auch nur ein Darling, den ich habe als Regisseur.